Ich will den Kill nicht klauen, aber... Oh. Ah! Er hat gewonnen. Was geht ab, Leute? Herzlich willkommen zu einer neuen Runde des Might Ranked. Heute gibt es Business Zenonos als ADC und ich habe gedacht, ich habe einen Tor-Support. Naja, erste Regel für Smite Rank, Leute. Ihr wisst Bescheid. Erstmal jeden Mute. So, ich habe eine Woche nicht gezockt. Es fühlt sich so komisch an. Es ist so komisch, wenn man eine Woche nicht zockt, Alter. Es kommt mir sowieso schnell. Es kommt mir so schnell vor. So, wir versuchen heute... oh, fuck, Alter. Sorry, Ganesha. Oh, scheiße. Leute, man startet in der neuen Season bei Purple. Ich hab's vergessen. Tut mir leid, Ganesha. Entschuldigung, Ganesha, ich mach's gut. Glaub mir. Ich schwöre, ich mach's gut. Wir haben jetzt ein bisschen Nachteil, weil die Wave pushen werden. Es tut mir leid, Ganesha. Ich glaube, du beleidigst mich gerade wahrscheinlich auch zu Recht, Bruder. Oh, schade. Ich dachte, die Dash zu mir. Es wäre lustig geworden. So, Ganesha, es tut mir wirklich leid. Das war sowas von meine Schuld, Alter. So. Nicht hier eskalieren. Alles ist okay. Der hier stirbt nämlich gerade. So, Leute. Wenn ihr gegankt werdet... Nicht direkt eskalieren. Die Ruhe bewahren. Nicht jeden beleidigen. Midlane ist der Agni, aber ein bisschen weit raus. Okay, das war ein guter Poke. Den hier Purple. Die haben das vor uns gemacht, also der sollte sogar bald kommen. Kann ich aber nicht invaden. Ich bin alleine, den werden wir nicht. Ah. So, läuft ganz gut. Hätte ich am Anfang vielleicht nicht so scheiße bauen sollen. Oh Mann, Alter. Ich war irgendwie Gedanken, ich weiß gar nicht wieso. Sieht ihr mal, Alter. Eine Woche kein Smite. Und du blickst die Welt nicht mehr. So. Dieser Summer-Modus gibt auch mehr Damage, oder? Ich hab das schon wieder vergessen. So. Der Cerberus interessiert mich nicht. Ich gehe direkt auf die Jingwei einfach. Der hier ist gesprungen. Wir nehmen unser Livestream wieder. Ein bisschen aufladen. Kitoki, Leute. Wenn euch der Support anspringt, wie jetzt zum Beispiel, dann, wenn es geht, also wenn er euch nicht zu viel Damage macht, ignoriert ihn einfach, weil der Ganesha hat den ja gut abgelenkt. Dann könnt ihr einfach auf den anderen ADC gehen. Weil ich wäre jetzt sinnlos auf den Cerberus gegangen und dann wäre die Jingwei auf mich gegangen. Dann hätte ich wahrscheinlich zu viel Damage gefressen, deswegen bin ich einfach auf die Jingwei gegangen. Weil ich weiß, mein Support ist gut. Der weiß, was er machen soll. Willst du noch mitkommen, Bro? Schnappen wir uns noch dieses Backcamp. Hat er nicht getroffen.
Okay. Ich hab Ulti, Jingo hat auch Ulti. Diese Minions, Bro. Chill dein Leben. Wollt ihr eigentlich nicht kämpfen? Jetzt sind wir ein bisschen im Nachteil. So, poken wir einfach nur ein bisschen. Ich habe irgendwie Angst, dass ich gleich gegankt werde von dem Fendi. Ich back auch, scheiß drauf. So. Okidoki. Läuft bis jetzt gut. Top Damage. Easy. Macht das Gold 400. Nicht schlecht. Und Leute, was haltet ihr von dem neuen Gott Mulan? Habt ihr den schon gespielt? Der, die, das. Ich konnte sie noch nicht spielen. Ich habe die Solo-Lane leider nicht bekommen, deswegen spiele ich jetzt ADC. Aber Dino hat ja ein Video rausgebracht. Deswegen ist ja schon mal gut. Was habt ihr schon so ausprobiert? Weil ich denke mal, auf Attack Speed macht es keinen Sinn. Wahrscheinlich auch einfach so wie in Ravana oder so. Also auf Hybrid. Nein, Diggi. Ich bin reingedasht. Enemy Ultimate down. Ja. Tanky Damage. Ich würde nicht. Also ich glaube nicht, dass das Attack Speed irgendwas Sinn macht bei ihr. Sondern eher auf Power. Bruiser halt. Tanky Power. Kidoki. Ich Level 7, 100 Gold. Alter, meine Hand muss ich noch irgendwie ein bisschen dran gewöhnen, ey. By the way, weiß ich nicht, warum ich trans gegangen bin. Ich bin nicht mehr so behindert gerade. Ich gehe Trance und mach kein Back, links mach kein Purple, Alter. Okay, der Cerberus will wahrscheinlich nicht rotieren. Egal, mehr Farm für mich. Easy. Also, Cerberus ist eher Auto-Attack. Gott. Also viel mehr Auto-Attacks als Abilities, deswegen macht da Divo schon mehr Sinn. Na egal. Mach dem meine 2 viel Damage dafür. Scheißegal. Okay. Was macht denn? That was clutch. Ja, Digga, ihr gebt mir gut Farben. Danke. Guck mal, Leute. Allein, weil er Cerberus ganze Zeit mit ihr teilt. Ich hatte 100 Gold mehr nur. Jetzt habe ich schon 400 mehr. Ich muss hier jetzt nur farmen. Ich muss nur farmen. Das juckt mich also gar nicht. Ich chill hier ein bisschen. Krieg die Minions, weil die Wave pushen. Voll cool. What the fuck? Bitte Leute, wenn ihr Support spielt, macht das nicht. Ihr tut eurem ADC ungefähr nichts gut. Ihr sorgt dafür, dass er stirbt. Ja. Ihr sorgt dafür, dass er weniger Geld, Gold kriegt. XP. Also, die helfen mir gerade einfach nur. Schade. Autsch. So, wir hauen ab.
Ahnung, was das sollte. Okidoki, Attack-Speed Boots. Assi. Hm, kann man grad nicht. Fuck it. Oh, der Fan, oh, der Fan ist gejumpt. Komm her, Bruder. Ich will den Kill nicht klauen, aber... Oh. Ah! Er hat gewonnen. er hat gewonnen, Digga. Ich muss los. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn ich manchmal zu viele Auto-Attacks nicht treffe, wenn der einfach juckt wie nochmal was, ich gehe einfach so. Der hat es verdient zu leben, der hat es einfach verdient. Oh, Junge. Richtig nice. Okay, ich warte mal hier. Okay, doch nicht. Der hat schon gewartet. Was hat Gold? Alter, ich habe so viel Goldunterschied auf einmal. Von 100 Gold. Nur weil der Support von ihm meinte, er bleibt auf der Welle hin. Da wartet ein Thanatos. Oh, die Arme. Die Jingwei spielt schon gut. Aber die wurde von ihrem Support gefickt. Also ich... Es ist schon ein bisschen der Support. Schuss vom Support. Er hat die ganze Zeit den Farm geklaut. Maybe we should assist them. So, scheint, als würden die Gegner nicht aufgeben wollen. Oh, ich hätte eigentlich bleiben können, um mit dem die Gold Fury zu machen. Sorry. Kukulkan. Packt er das noch? Hm, wir gucken. Ich habe noch 20 Sekunden lang meinen Purple. Wenn er es nicht packt, dann nehme ich es. Mal meine Ward dahin. Packt er das? Hm, naja, wenn er zum Speed geht, nicht. Gut, dann nehme ich's. Your left tower is under attack. Die war doch da. Wo ist die? Ich finde es gut, dass jetzt mein Relic endlich mal... Also ihr bekommt ja jetzt eine Nachricht, dass ihr Level 12 seid, nur erst ein neues Relic holen könnt. Endlich. Ich war manchmal mit Level 20 noch mit meinem Dings Relic, Alter. So, der Support ist mal wieder links. No one can stop him. Wo ist die Jingwei? Ah, da. So, mal jetzt gegen zwei machen. Arme Jingwei, ohne Witz. Der Cerberus fickt ihre Lane. Purple.
so easy. Okay, wir sind weg, wir haben viel Gold. Oh Mann, Alter. Die armen Gegner. Crit. Kritti. Ah ja, nice. Die Meldung kommt ja auch. Ich glaube, bei dem Matchup hier kann ich langsam einfach auf Blink gehen, weil ich bezweifle, dass die Gegner noch zurückkommen können, weil der hier irgendwie trollt, glaube ich. Machen wir Pyro. Falls alle kommen, machen wir den groß. Vielleicht ist ja keine Mord hier. Es sind nicht alle da, scheiße. Der stirbt sowas von. Das ist der Grund, warum man Blink holt. Damn! Fire? So, ich hoffe, mein Ganesha ist mir nicht mehr sauer wegen dem Anfang, was ich für eine Scheiße gemacht habe, Alter. Als wir Zenonas noch nicht so oft gespielt haben, dachten wir, wusste ich gar nicht, dass die Ulti gar keinen Damage an der Gold Fury oder am Fire Giant macht. Ich dachte, die macht auch Damage. Da wollte ich dann immer den Scheiß securen mit meiner Zenonas Ulti. Chasen die mich? So. Haben wir noch Gold Fury? Verdammt. Der schnappt ihn noch, den Ganesha. Oh Gott, stabile Ulti. Tower? Ich glaube, das ist GG. Schade. Ich glaube, der Phoenix. GG. Nein, ich will nicht der. Schön, dass ihr da wart. Ein gutes Game war das, auch wenn ich scheiße gebaut habe am Anfang. Also nicht vergessen, aber den Purple machen. Aktuell. Das kann sich ja noch ändern. Kann sich ja noch ändern. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Tschüss. Fickt euch. Fickt euch. Fickt euch von Herzen. Fickt euch. Fickt euch. Diese Worte sind für uns von großer Bedeutung. Sie helfen uns, das auszudrücken, was wir als Firma anders sehen als andere.